Es ist noch gar nicht so lange her, da war dieser bezaubernde schwedische Wirbelwind bei uns und jetzt ist sie schon wieder da, Julia Lindholm. Hi! Hi. Du bist erst, lass mich rechnen, vor 2 Monaten bei uns gewesen. Kann sein, da habe ich leider keine. War aber noch im alten Jahr. Ja, wie bist stimmt, du denn 2019? Ins neue Jahr gerutscht? Mm, gut, sehr gut. 2020, neue, sag mal, Dezennium? Also, nee, Jahrzehnt. Neues Jahrzehnt. Jahrzehnt, sagt man. Genau. Ja, das ist super. Ich meine, das war wirklich, ich bin reingerutscht und so, okay, jetzt ist es soweit. Neues Jahrzehnt, neues Glück. Neues, genau. Und neues Album. Neues Album. Ah. Es steht schon hier, boom. Wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen. Mhm. Und das steht da. Und heute werden wir noch viel, viel mehr drüber sprechen. Aber zuerst habe ich noch ein paar andere, viele Fragen. Oh, da freue ich mich. Weil mir ist aufgefallen, ich war auf deinem YouTube-Kanal und dann dachte ich, ja, ich werde mir einfach mal die ganzen Musikclips anschauen. Und dann ist mir aufgefallen, das sind ja noch ganz viele andere Clips, so Videos, die du selber drehst, oder? Mit ja, genau. Team, so. Ja. Wie die Flüster-Challenge. Also ich habe es angeschaut, ich habe mich total kaputt gelacht. Ja, erzähl mal, um was geht's da? Also Flüster-Challenge ist ja so... man hat so Kopfhörer, also einer, man ist zu zweit, einer hat Kopfhörer drauf mit wirklich mega lautes Musik. Ich hatte sogar so, ich glaube so Iron Maiden oder AC/DC oder wirklich so Rockmusik, da habe ich gar nichts gehört. Und dann hat meine Freundin dann irgendwie so typische deutsche Sätze einfach so gesagt, aber nicht laut und nicht aber, und ich muss auf die Lippen lesen. Ja. Und das war schon heftig. Ich stelle mir das schwer vor, selbst als Deutsche würde ich das gar nicht können. Nee, ich weiß, mein Team hat danach auch probiert und ich meinte, das ist mega schwer. Und ich saß ja wirklich, ich habe ja manchmal fast im Mund und dann geguckt, was passiert mit der Zunge? Aber das war mega lustig. Das war richtig lustig. Und wir machen dann so, weil das halt macht auch Spaß und... ja, so ein paar Challenges. Ich habe ja auch ein Midsommar-Video, wo ich da die Leute zeigt, wie man schwedisches Midsommar feiert. Das war auch mega lustig. Und, aber lustig fand ich auch dieses Video bei IKEA. Ja. Das ist und ja, das passt ja Hause, natürlich zu dir. Das ist ja die schwedische Botschaft in Köln. Ja. IKEA. Da bin ich ja, wenn ich Heimweh habe. Ja, echt? Dann machst du das wirklich? Aber da kann ich dann, also ich war bei IKEA. Vorgestern. Yeah. Das ist ein bisschen wie zu Hause zu kommen, weil ich kann ja überall steht Wörter auf Schwedisch und ich fühle mich ja dann oh, so Kallax. Aber kaufst du oder hast du zu Hause auch bei IKEA eingekauft? Ja, klar. Nicht so über viel, so, aber die kleinste so notwendige Sachen, wenn ich Boxen brauche, um irgendwie zur Aufbewahrung oder für die Küche. Also klar. Wenn du irgendwas Schnelles brauchst oder was Gutes brauchst, dann gehst du zu IKEA. Ja, ich meine, wir Deutschen, wir rennen ja all heck zu IKEA. Und einfach mal zu bummeln gehen wir zu IKEA. Wie machen das die Schweden? Das auch. Schon auch? Ja, schon auch. Aber geh nicht dahin Wochenende, das geht ja gar nicht. Ja, gut, ich war da jetzt so, die letzte Stunde abends. Das war perfekt. Ja. Dann haben wir auch uns so, jetzt muss er weg. Und so, ja. Nee. Alles gut. Ja, es gibt halt auch viel zu sehen und man kann so viel Kleingrusch da einfach ja, ich kaufen. Weiß, das ist auch gefährlich. Oh, ich glaube, ich brauche das auch. Ja, und am Ende ist die Rechnung auf einmal so hoch und man muss sich, ich habe doch gar nicht so viel gekauft. Ja, und ich kann auch so schwedische Delikatessen kaufen. Ja. Also so, isst du gern Köttbullar? Ja, aber leider nicht die Kehrs. Gerne mal hausgemacht ist. Kannst du die selber machen? Ja. Das ist nicht schwer. Nee? Nee. Das ist Hackfleisch. Zwiebeln, gelbe Zwiebeln, Eier, Ströbröt, also so Brot, also diese so... Ja. Semmelbrösel so. Ja, genau. Mhm. Und dann einfach alles kneten und dann in die Pfanne rein und das fertig. Ja, eigentlich ähnlich wie Fleischpflanzer. Ja, eigentlich ja. Schon, oder? Ja. Eigentlich fast identisch. Fast identisch, aber du musst ein bisschen Herz da rein. Isst du gerne eigentlich? Weil ich habe gesehen, du machst so viel Sport, kommst du überhaupt noch zum Essen? Ja, ich klar. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Nee. Du bist eigentlich voll die Sportskanone. Ja, das schon. Ist meine Leidenschaft. Wie oft machst du Sport in der Woche? Fast jeden Tag. Echt? Wenn ich zu Hause bin. Also hängt von ab, wie viel ich unterwegs bin. Aber wenn ich zu Hause bin, habe ich meine Routine. Arbeiten tags und abends ins Fitness. So. Wie lang gehst du dann immer? So 45 Minuten bis eine Stunde. Mhm. So, ich mag nicht so 2 Stunden, 3 Stunden. Mhm. Also ich mag dann ganz intensiv, habe ich meine verschiedenen so Programme, die ich habe. Und dann, das ist für mich so ein bisschen auspowern, Kopf frei halten, natürlich auch gesund. Also das ist gut für den Körper und auch für mich auf die Bühne. Dass ich wirklich, für das die Kondition. Ist Kondition, Energie, dass ich... Also man glaubt es nicht immer, aber du brauchst unglaublich viele Muskeln, auf die Bühne zu stehen. Mhm. Auch Schauspielen zum Beispiel
ist auch wirklich, du brauchst jede Muskulatur, du musst diese Spannung haben im Körper, genau, diese um diese Präsenz. Alles so präsent zu sein und dass es kommt durch eine Kamera oder durch auf die Bühne, auf ein Theater, weißt du, du musst ja auch die Leute da hinten erreichen. Und da kannst du einfach nicht, also da musst du, und das ist echt ein Anstrengen. Hast du auch so einen Personal Trainer? Nee, jetzt nicht, nein. Ich trainiere gerne mit Freunden und so. Wir sind ein kleines Team. In Schweden habe ich viel mit so einer Gruppe getrainiert. Und manchmal habe ich auch einen Personal Trainer gehabt, um einfach was zu lernen. Ich war ja auch am Anfang so, was ist das für ein Gerät? Was mache ich hier? Und also, das ist ja auch wirklich, du musst es lernen und du musst auch richtig trainieren. Das ist leider, es gibt sehr viele, die trainieren halt falsch und dann verletzt du dich. Ich bin auch verletzt geworden durch Training und durch Tanztraining und so. Und das ist echt wichtig, dass man weiß, dass das Körper nicht, also falsch mache. Aber ich habe den größten Respekt davor, dass du ja auch einfach früh aufstehen kannst, um Sport zu machen. Ja, Disziplin. So morgens früh aufstehen ist für mich der erste Schritt in die falsche Richtung und dann gleich Sport machen. Ich könnte das wirklich nicht. Sind wir alle verschieden. Ja. Ich bin halt ein Morgenmensch. Also ich kann Bist du auch generell früh aufstehen? Ja, ich kann nicht länger als 9 schlafen. Das geht gar nicht. Auch wenn ich im Bett um 5 gehe, dann ist es um 9 Uhr. Ja, gut, aber 9 Uhr ist ja jetzt nicht super früh. Das ist ja, angenehm. Ja, aber es gibt halt Leute, die schlafen bis 1. Das könnte ich nie. Ja, aber das ist ja schon extrem. Aber früh aufstehen ist so für mich so 6. Okay. Ja, aber da, Oder 7. Ja. Ab 8 ist okay. Ja. Okay, das ist ja. Das hängt von ab. Also im Winter ist es schon schwer. Mhm. Aber im Sommer kann ich gerne um 7 Uhr aufstehen. Aber bleibst du dann auch länger wach oder gehst du dann auch extra früh ins Bett, wenn du so früh aufstehst? Nö. Ich gehe eigentlich ins Bett so zwischen 11 und 12. Ja gut, das ist normal, würde ich jetzt sagen. Ja, und manchmal bin ich im Bett um 9:30 und dann denke ich, was ist hier los? Du bist auch eine, die gern rumreist und rumchattet, ne? So ja. Die verschiedenen Orte erkundet. Ja, klar. Bist du so dieser Typ, der sich auch vom Urlaub her so gerne exklusive Sachen raussucht? Oder so was Spezielles? Eigentlich nicht, glaube ich. Also klar, das ist auch cool, aber ich reise gerne, um einfach meine Ruhe zu bekommen und einfach auszuschalten und was Neues sehen. Aber reist du dann auch gerne alleine oder schon in Begleitung? Ja, kann ich auch machen. Also gerne in Begleitung, natürlich, aber ich bin auch vor, was ist das jetzt, 3 Jahre her, war ich nach Thailand alleine geflogen, 5 Wochen oder das, ja, wow. Zweimal. Da war ich so in einem Fitness, also auf einem Fitnesscamp, aber ich war dahin alleine, weil ich brauchte meine Zeit für mich, um meine Energie so holen und einfach ein bisschen zu mir selber kommen. Was will ich? Wer bin ich? Das ist auch echt wichtig. Und da war ich 22 oder so, 23 und das war wirklich für mich die beste Reise, die ich jemals gemacht habe. Also ich habe auch Menschen von der ganzen Welt kennengelernt und das war so cool. Das war auch mega, also ich hatte ein bisschen Angst natürlich, war ein bisschen so. Ja, klar. Aber ich glaube zum Beispiel, das hat auch gemacht, dass ich bin dann jetzt alleine nach Deutschland gezogen, weil das hatte ich das Mut bekommen, ich schaffe das. Auch wenn ich 5 Wochen in Thailand alleine schaffe, dann schaffe ich selbstbewusster auch. Selbstbewusster geworden. Ja, ein bisschen so, ja. Ist es auch heute noch so, jetzt gerade, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und auch an einem neuen Album arbeitest, dass du dir bewusst nochmal Zeit nimmst, wie möchtest du weitergehen, weitere Schritte einleiten? Ja, klar. Aber jetzt manchmal fehlt ja die Zeit oder manchmal ist man so viel in irgendwas, dass man das vergesse und dann vergisst man ja sich selber ein bisschen. Und dann kommt das ja auf einmal so, hallo. Das sagt die kleine Julia, hallo, vergiss mich nicht, ich bin auch da. Kümmere dich mal um mich. Aber ja, das ist mir sehr wichtig, dass ich, also ich bin da, man muss ja, also das ist nicht einfach und ich kämpfe auch jeden Tag, dass ich mit mir selber klarkomme und dass ich meine beste Freundin will. Also, weil am Ende des Tages steht man eigentlich allein. Yeah. Also ich bin nicht allein, aber du bist für dich verantwortlich. Ja, und wenn ich nicht klar mit mir komme oder wenn ich nicht zufrieden bin mit mir, wie kann denn andere Menschen mit mir zufrieden sein? Also du musst wirklich, und das ist viel, was da drin steckt, dass ich würde gerne ein bisschen so Selbstvertrauen und Mut so Leuten geben, dass sei euch selber treu und sei deine eigene beste Freundin und also, ja, du musst wirklich dich selber im Hand holen, also halten. So. Dich selber eigentlich einfach lieben. Ja, genau. Mit dir und das ist nicht sein. Einfach. Also nee. Das ist auch jeden Tag. Ich kämpfe auch jeden Tag. Ja. Und ein Tag ist besser, dann ein Tag ist schlecht. Also
viele fragen ja mich immer, wow, du hast immer so viel Energie, du bist ein Wirbelwind. Ja, bin ich auch, aber ich bin auch, gibt es auch Tage, wo ich auf dem Boden liege und nicht wirklich aufstehen kann. Man ist nicht immer gleich, auch die Leute, die viel lächeln. Ja, und dieses Prozess, um das Album zu kreieren und machen, das ist wirklich ein Boom, war auch so. Hoch, tief. Mittel, hoch, tief, nicht so viel Mittel, ich bin eigentlich immer hoch oder tief. Deine aktuelle Single daraus ist ja, ich tanze aus der Reihe. Ja. Beschreibt es dich eigentlich ganz gut, dass du jemand bist, der gern so aus der Reihe tanzt und auch eher vielleicht rebellisch ist? Nicht rebellisch, weil rebellisch ist ja eigentlich, also ich habe gegoogelt. Ja, ja. Ja, weil ich habe die Frage auch bekommen. Rebell ist ja eigentlich, ich weiß nicht, negativ, aber ein bisschen so, dass ich mache, was ich will und ich gucke, also ich mache gerne, was ich will und ich gucke gerne, dass ich mir gut geht, aber nie, dass ich jemand anderen schaden, das darf man ja nie machen. Ja, und das nie, ist schon dass klar. Ich was, ja, ich gehe hier, weil ich kann. Also nein, nein, nein. Ich habe immer noch Respekt, das ist wichtig, Respekt ist eine Aber du hast halt deinen eigenen Kopf. Ja. Ich glaube schon, dass man das auch, also man darf es, glaube ich, nicht falsch verstehen, wenn man sagt, man bezeichnet sich vielleicht selber manchmal auch als rebellisch, weil man vielleicht nicht ein Ja-Sager ist. Ja, also, also man hat seinen Kopf, seine Ideen und ich guck sind vielleicht nochmal anders. Weil, wie gesagt, ich muss ja auch zufrieden sein mit mir selber. Ja. Und da muss ich ja auch gucken, nee, das macht mich gerade nicht glücklich oder das ist das vielleicht nicht das Beste. Man kann immer reden über Sachen, man kann die Meinung ändern. Aber wenn das wirklich, wirklich nicht gut ist für mich, dann sage ich halt, nee, das kann ich nicht. Ja, vor allen Dingen gehst du dann einen Kompromiss ein, der ja, sag ich mal, sein Tribut irgendwann auch fordert. Genau, ne? Ja. Aber schon, ich tanze gerne aus der Reihe. Und ich will gerne, dass die Leute auch das Mut kriegt, aus der Reihe zu tanzen, weil wir sind ja alle verschiedene alle verschiedene Menschen und das ist okay so. Alle sind absolut. Okay. Absolut. Und es ist auch ein sehr energiegeladener Song wie der Vorgänger Boom Boom. Wo habt ihr Ich tanze aus der Reihe gedreht? In Palma, auf Mallorca. Ah. In Herbst. Das war eine Woche oder zwei Wochen, bevor ich dich getroffen habe. Ach so, ja. War wieder ein paar Tage und hat gedreht in den Straßen von Palma. Suchst du dir eigentlich deine Outfits für die Videos selber raus? Ja. Ja, kriegst du alles mit? Ja. Cool, sehr das cool. Ich gemacht. Ich fand, da hat es ein paar ganz schöne Titel drauf, eigentlich auch einfach nur vom Songtitel her, muss ich nur kurz suchen. Wenn du mich berührst, was kannst du mir über diesen Song sagen? Oh, das ist ein Song, der liegt mich sehr nah am Herzen. Wirklich, das ist witzig, dass du den sagst, weil den habe ich, als ich den zum ersten Mal gehört habe, hat den auch mich wirklich tief berührt. Okay. Also ich weiß nicht genau, was das liegt, aber es ist ganze Komposition und Lyrics, glaube ich. Aber das ist ein Song, der dreht sich um dieses so, wenn es einfach funkt zwischen zwei Menschen direkt. Das ist diese Elektrizität. Und dann will ich einfach explodieren. Und ich weiß nicht, wie gesagt, das ist eigentlich wirklich nur, also der Text dreht sich wirklich nur um dieses Funken zwischen zwei Menschen. Aber das ist irgendwas in diesem Song, der mich einfach berührt. Und ich liebe den zu singen, das ist Wahnsinn. Singst du eigentlich lieber so Balladen oder so Abtempo-Nummern? Also ich bin ja eigentlich ein Abtempo-Girl, das wissen wir ja schon, glaube ich. Aber Balladen auch, klar. Ja. Da kann man ja immer tiefer gehen und also das auf ein anderes Niveau und also Level, so Etage gehen. Ist es schwierig für dich, gerade weil du ja eigentlich so ein Wirbelwind bist, dich auf der Bühne auch vielleicht mal so verletzlich durch eine Ballade zu zeigen? Oder ist es auch ein Bedürfnis, dass du das möchtest? Nee, das ist ein Bedürfnis, würde ich sagen. Aber ich versuche ja auch gerne oft in die Uptempo-Songs diese Tiefe zu zeigen. Auch. Ja. Und diese Berührung, weil, wie gesagt, Ich tanze aus der Reihe ist ein Uptempo-Song mit viel guter Laune und man kriegt diese so Power. Aber es gibt einen sehr tiefen Punkt im Text. Und den muss ich wirklich, hoffe ich, dass die Leute mitnehmen, weil das... und in viele Songs gibt es dieses Tiefpunkt, auch wenn dass man, es hat ja viel so Selbstfrau, also Power, also ein bisschen, so Self-Power. Ich fand auch noch lustig den Titel, du bist bezaubernd, wenn du schweigst. Ja, einfach mal die Klappe atmen. Ja, das ist auch eine... Ich finde, dieser Titel, der passt so zu dir, so lustig. Um was geht's in dem Song? Tatsächlich, dass es besser ist, wenn man lieber mal die Klappe halten. Ja, aber es gibt halt manchmal, weißt du, die Attraktion gibt's da. Der Mann sieht unfassbar gut aus. Aber wenn er redet, geht es gar nicht mehr. Das ist schlimm, ja. Bin ich auch so assoziiert. Und dann muss man halt
ja, dann ist es schwer. Was ist, okay, soll ich dann weiter mit dir weiter was machen oder soll ich das hier lassen? Aber dann ist er ja einfach dieses, das gibt's ja was, aber ah, das ist dann besser, dass er schweigt. Aber ist okay. Das ist halt ein Witz. Also das ist wirklich ein witziger Song und für mich ist ein bisschen Musical drin in diesem Text. Und ich hoffe, die Leute versteht den Witz halt. Weil das ist ja auch nicht ernst gemeint. So mit Augenzwinkern. Ja, ein bisschen Augenzwinkern, nee. Was würdest du sagen, so rundherum, durch was unterscheidet sich jetzt das Album zum Vorgänger, zu Leb den Moment? Das ist ja mein 100% Julia Lindholm Album. Leb den Moment war ja ein paar eigene Lieder, aber also mehrere Prozente war ja Covers, schwedische Hits. Natürlich auch meine Songs, aber das Album haben wir auch jetzt fast mehr als eineinhalb Jahre mitgearbeitet. Das war ein langer Weg und viel ist passiert, auch mit mir persönlich. Ich habe viel erlebt. Ich bin nach Deutschland gezogen in diesen Prozess und das ist wirklich so eine... Oh, es berührt dich. Oh. Es ist einfach dein Baby, und wo du jetzt sehr stolz drauf sein kannst und bist, ne, dass du diesen Weg auch gehen konntest. Das ist so... Damit. Das hatten wir noch nie, dass jemand wirklich so zu Tränen gerührt war, dass er fast gar nicht mehr reden konnte. Nein, das ist schön. Und ich glaube, das ist auch das Besondere daran, dass man dann wirklich spürt, da ist ganz, ganz, ganz viel Herz mit dabei. Und ganz viele was da Gefühle alles und in dir drin liegt, ja. Boom. Boom. Jetzt ist es da, boom. Jetzt bist du zu 100% im Schlager angekommen. Boom. Ja, das ist... das eigentlich ganz, ich habe das gestern zum ersten Mal in die Hand geholt und gehalten und konnte wirklich nicht so, ich konnte auch keine Worte richtig so, ja, da ist er. Wie gesagt, das ist, ich habe viel gemacht, um das so, dass das so wird. Also, oder das ist dass so. Dass es rundherum einfach du bist und du glücklich und happy damit bist. Genau. Und wie gesagt, es hat viel mit mir, es hat mich bewegt in viele Dinge. Es ist nicht einfach, einfach seine Heimat zu verlassen und nach Deutschland zu ziehen und ein komplettes neues, ich bin ja in Deutschland so lange so gearbeitet, habe aber immer in Schweden gewohnt und klar, auch in diesem Prozess, um neue Songs zu finden, alles aufmachen, viele Gefühle reinmachen und alles kreieren und dann in der gleichen Zeit ist die Familie weit weg und aber ich kann einen nicht mal kurz in den Arm nehmen, wenn irgendwas nicht ganz so rund läuft. Genau, ne? Und aber ich habe das wirklich gekämpft, weil das ist mein großer Traum und das, ich bin so dankbar, dass ich das erleben darf, jeden Tag. Und das danke an alle, also an die Fans und alles, die dahinter steht, weil ohne dem würde das auch nicht so das stimmt. Zu Punkt kommen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort. Jetzt komme ich auch schon ganz durcheinander. Ich bin so überrascht, das ist gerade so. Nein, Julia, wir wünschen dir mit Boom alles erdenklich Liebe und Gute und dass dein Traum immer mehr und in Erfüllung geht und du alles erreichen kannst, was du dir wünschst und vorstellst. Mir gefällt das Album sehr, sehr, sehr gut. Ich liebe auch, ich tanze aus der Reihe und Boom, Boom eh schon die ganze Zeit. Ich fand es von Anfang an, sind super Titel. Und, danke, das freut mich. Wie gesagt, wir wünschen dir viel Erfolg damit und freuen uns, wenn du bald wieder vorbeischaust. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Spätestens im nächsten Album. Ja, aber zuerst... Boom. 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 Das ist für euch. Seit dem 21. Februar im Handel. Genau. Boom, boom, shubidubi, boom, boom, bam, bam, shakalaka.